So, was können wir hier noch machen? Stimmt, Licht wollte ich ja machen. Ich hatte jetzt ein kleines Päuschen gemacht. So, was machen wir hier für ein Licht? Das sieht nice aus. Machen wir in Rot. Wieder so für Boden. Tischlampe. Ach, eine Tischlampe. Ich will eine Deckenlampe. Hier. Passt. Optimal. Dann brauchen wir noch für Badezimmer ein Regal oder sowas. Oder was gibt's hier? Stimmt. Das ist nice. Ja, Mann. Packen wir hier hin. Das ist richtig nice. Cyberpost. Nehmen wir rot, die Zeitung. Packen wir hier hin. Ich glaube, der wird reichen. Ja. Das muss reichen. Computer Maple. Sieht nice aus. Oh, das ist ja mein Monitor. Aber das machen wir gleich alles später oben im Arbeitszimmer. Konsole darf hier nicht fehlen. Haben die keinen Blu-ray-Player? Wer nutzt noch DVD? Hier Fernbedienung, die brauchen wir. Packen wir hier hin. So. Dann hier gab es auch irgendwo noch bestimmte Konsole, Brushy. Konsole Fetz und Brushy. Komm, Brushy nehmen wir auch noch. So. Ich glaube, das ist die PlayStation und das ist die Xbox. Zumindest sieht das eher so danach aus. Hier haben wir Controller. Nee, dann nehmen wir. Komm, einen nehmen wir blau. So. Dann einen noch in grün. So, komm, noch einen vierten in Rot. Ja, ich hab gut gezählt, vierten. Genau, sind drei Stück. Ah, verdammt. Gelb? Nee, Orange? Auch nicht so. Rosa? Ach komm, bestimmt kommen auch noch weibliche Personen zu Besuch. Haben wir vier Controller insgesamt. Ja, kann man zu viert hier Splitscreen wie früher zocken. Was können wir noch machen? Wäschetrockner, den brauchen wir noch. Ja. Falscher Raum. Hier ist die Küche, Badezimmer.
Da haben wir Waschmaschine und dann kommt hier der. Oder passt der da noch rein in die Nische? Nein. Okay, da wäre es auch ein bisschen unhandlich. Ein bisschen doof. Hier kommt der Wäschetrockner. So, sonst hier. Hier glaube ich, brauchen wir sonst nichts mehr. Na. So, was gibt's noch? Haustiere auf jeden Fall. Der Hund. Ich will ja meinen Hund wieder haben. So. Dunkle Napfmatte listern. Ja. Schwarz. Schwarz. Kommt rot. Der da. Der hat seinen Essplatz hier. Dann Metallhundenapfus hier. Komm. Schwarz und rot. Und nochmal hier mit Nahrung füllen und mit Wasser füllen. Ja, Mann. Oh, das sieht ja nice aus. Komm, schwarz, Grundlage auch schwarz oder rot, dunkelrot. Kissen machen wir. Ja, und hier Verzierung. Kann man das nicht auch irgendwie umbenennen? Oder die sieht auch nice aus. Schwarzes Holz. Da richtig schwarz. Ja, komm, richtig schwarz. Matratzen rot oder schwarz. Primärfarbe rot. Der mittlere bleibt schwarz. Der bleibt rot. Drittfarbe. Ah. Ja. Den nehmen wir. Dann der Hund kann. Ah, so schön der hier mir gefällt, machen wir weg. Dafür kommt hier für Rex sein Schlafplatz. Ja, komm, wir nehmen den. Den hier. Ah, ich muss gedrückt halten. Geil, Fenster kann ich nicht kaputt machen. Okay. Was gibt's hier noch? Und noch ein Knopf, ne, sonst Stock. Ja, komm, der kommt hier hin. So, was haben wir hier noch? Crispy Pascal. Ja, komm, den holen wir auch noch. Ich glaube, mehr brauche ich auch noch mehr für den Hund. Für Katzen gibt es hier auch noch was. Oh Gott.
kleine Haustiere. Jo. So. Komm, wir gehen jetzt nach oben und schlafen. Ja, bevor ich das mache, gehe ich lieber erstmal hoch, gucke mir erstmal das Schlafzimmer an, ob das überhaupt alles passen wird. Ja, hier könnte man auch noch was machen. Ja, ich glaube, ich habe den schon zu voll mit dem ganzen Mist gemacht. Fangen wir lieber erstmal mit den Betten an. Was gibt's hier? Im Cyberpunk? Den hier. Schwarz, schwarz, rotes Licht. Dann haben wir hier wieder schwarz. Ja. So, dann. Komm, schauen wir erstmal hier an. Zählen die schon als hier Nachttische? Würde ich sagen, ich nehme die jetzt mal dafür. Sehen auch gut aus da. Kleiderschränke jetzt. Ich bin ein bisschen jetzt überfordert mit den Schränken. Dann wir nehmen wieder den hier. Ups. Den packen wir mal hier hin. So. Nee, der gefällt mir nicht so. Ah, dann steht aber der Tür im Weg. Oder vielleicht den ein bisschen mehr hier hin. Ja, mit der Tür passt das noch. Dann holen wir uns den jetzt hier. Komm hier hin. Ich glaube, der steht erstmal noch im Weg. So. Ah, wegen der Heizung. Aha. Hier passt er höchstens hin. Der. So, schauen wir uns mal das an. Passt noch perfekt. Und dann muss der hier hin. Ja. Sieht schon nice aus, finde ich. Ist zwar ein bisschen zu dunkel wahrscheinlich für die meisten von euch, aber ist mir in dem Fall egal. Ich muss mich hier wohlfühlen. Aber ich glaube, so ganz zufrieden bin ich damit auch nicht, weil ich diese Treppe hier nicht ändern kann. Und beziehungsweise nicht weiß, wie ich die ändern soll.
Aber an sich, irgendwen werde ich schon finden, der damit glücklich wird. Garage. Komm, dann machen wir hier auch noch das Licht an. Und hier auch. Das machen wir dann lieber hier hin. Komm, ein bisschen runter, so. Dann ist es dann auch Nachttische. Hier waren erst die Nachttische. Ah. Egal, ich habe da jetzt was als Nachttisch. So, Büro. Hier haben wir schon. Wir fangen mit Schreibtischen an. Jo, kamen auch schon einige neue hinzu. Was nehmen wir wohl für hier? Wir nehmen das hier. Dunkler Stahl, dunkles Holz, schwarzes Holz. Ja. Das packen wir mal hier hin. So. Dann. Ah, ganz knapp. Perfekt. So, dann haben wir noch Sessel. Für hier. Der sieht nicht schlecht aus. Schon schwarz. Was werde ich hier? Gold. Ah, das da unten. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt ein vernünftiger Arbeitsstuhl wäre. Ich würde den hier nehmen. So wie der ist. So. Und Lagermöglichkeiten, was gibt es hier denn alles? Komm, wir nehmen den. Nochmal schwarzes Holz, schwarzes Holz, schwarzes Holz. Und dann packen wir den hier hin, an die Wand. So, das hier. Ja, ich finde, Arbeitszimmer reicht schon vollkommen. Vielleicht noch ein bisschen hier so noch Dekoration, aber Schlafzimmer ist auch, finde ich, so gut. Ja. Hier könnte man noch was machen, aber ich weiß nicht was. Wohnzimmer finde ich schon gut genug, so wie das ist. Hier, Badezimmer haben wir schon gut genug. So. Garage. Was kann man für Garage alles machen? Anlässe. Ach, hier braucht man nichts. Survival. Hier brauchen wir nichts Zubehör. Wisst ihr was? Ich habe keine Ahnung, was ich hiermit machen soll mit der Garage. Noch dazu, da, das Ding geht mir auf den Sack mit dem Geräusch. Dieses sieht gut genug aus. Hier fehlt aber noch eine Klingel. Türklingel.
Ach komm, wir nehmen den. Der wird passen. Hier. So, Klingel funktioniert. Ja. Schon auch mitten in der Nacht. Fast 4 Stunden haben wir auch für dieses Haus hier gebraucht. Ich würde aber sagen. Ja, okay, wohnen würde ich wahrscheinlich auch selber hier drinne. Obwohl, wisst ihr was, was wir jetzt machen werden? Nee, nicht hier. Büro hier hinsetzen. Komm, das wird jetzt unser Büro. Das ist jetzt unser neues Haus. Wenn du dein Büro gewechselt hast, kannst du deine Haustür bei morgens Haus die Pflege abholen. Jo, stimmt. War nicht hier, nee. Käufer, Fotoapparat, Galerie, Verbesserung, Shop. Wo finde ich das nochmal? Oder warte. Käufer, nee. Ah, genau, doch, hier. So. Nee. Doch, hier müsste das sein, aber Haustier Hotel. Haustier im Hotel. Da haben wir. Komm, Rex. Nee. Da ist er ja. Rexi! Ja, Rexy, ja. Nee, der bleibt hier. Ah, ich kann ihn umbenennen. Boah, wie nenne ich ihn? Wie nennen wir ihn? Boah. Oder wisst ihr was, wie wir das machen? Ihr schreibt einfach Namensvorschläge für Rex. Einfach mal in die Kommentare. Das wäre doch eine Idee. Dann können wir ihn umbenennen und so. Dann habt ihr auch mal was mit beigetragen hier fürs Let's Play. Und dann würde ich sagen, von hier Portfolio. Nee. Im Besitz. Den. Komm, wir gehen mal zu dem Haus und wir verkaufen das dann jetzt. Dann haben wir wenigstens jetzt ein neues Haus, ein größeres. Und den alten können wir verkaufen, den hier. So. Ja. So. Verkaufen. So, zur Auktion gehen. Mal schauen, was wir für das Ding noch kriegen. Das tut jetzt weh. Nee, ich will. Komm, ich will mindestens. Komm. Oh, geil. Immerhin nur 700 Gewinn gemacht. Aber naja. Komm. Das wäre sonst richtig bitter gewesen, hätten wir das Ding hier. Ah, immerhin.
Das Bild will ich weghaben. Mann, ich will er weghaben. Komm schon. So. Da ist ja nix. Wie? Nein? Nein! Hoppala. Ja. Rex. Rex, du. Der Kleine wird definitiv nicht. So. Kann ich das aber hier irgendwie. Gehsteckplatten. Ah, okay. Ja, dann kann ich die Dinger jetzt auch noch hier. So, was machen wir für einen Gehsteg? Ich will auf jeden Fall was Nices haben, was Schniekes. Songstein doppel. Dunkelrot, dunkelgrau, beige. Und wo das hier? Rexy, was machst du denn hier? Nee, das ist auch nicht so das. Sportdecken, Steinwege. Dunkelgrau, blau, schwarz. Was ist das denn? Nee, dann gehen wir wieder hier Gehstickplatten. Warte, weiter unten war ja das, was ich haben wollte. Aber die haben alle diese Umrandung. Die Umrandung will ich ja eben nicht haben. Ja komm, dann nehmen wir das. Sagen, das wird schon passen. Nee, oder wir nehmen. Ah. Ist schon eine schwierige Auswahl. Gibt's die auch einen anderen? Nee. Die hier vielleicht. Rot, beige, dunkelgrün, grau. Ach komm, dann nehmen wir das. Rex, geh mal weg da. Ja, braver Hund.
das sieht schon viel, viel nicer aus. Ah, jetzt wird's kompliziert. Muss ich das hier nehmen? Willst du mich verarschen? Nee, Rex, weg. Hier noch. Rex, du bist im Weg. Ja, Rex, ich spiele nachher noch mit dir, ja? Verstehe. So, dann kommt das auch noch hier hin. Upsi. So. So muss das. Jo. Nee, das fällt schon rum. So. Rex. Ich weiß, du bist ein lieber Hund, aber bitte nicht da, ja? Da muss ich arbeiten. Papa muss arbeiten. Rex, an die Seite bitte. Rex. So, komm, hol. Und los. Ja. Okay, komm. Was? Was hier passiert auf einmal? Hä? Nee, das ist falsch herum. Ach ne. Komm. Hol. Aha. Und. Ja, komm, Rex. So, dann kann ich hier noch das letzte Ding. Nee. Muss ich wahrscheinlich das hier nehmen. Und dann noch hier. Wieso will der hier nicht? Ja, Rex gleich. Boah, der Kleine tut mir echt leid, dass ich gerade nicht mit ihm spiele. Oh. Fühle mich so schlecht deswegen, aber ich will das hier fertig haben.
Ja, Rex. Bist ein guter Hund. Bist ein feiner. Ich hab dich auch lieb. So. Immerhin hier haben wir das alles. Ah, hier fehlt noch ein Stück. Okay, dann muss ich hier noch machen. Ich fange lieber mal von hier an. So. Ich weiß, du hast mich lieb, aber ich will das hier fertig haben. So. Jetzt will ich aber Folgendes wissen. Kann man, wie weit kann man da überhaupt? Muss ich so? Auch nicht. Was kann ich da jetzt machen am besten? So, mal gucken. Misch. Masch. Heißt das ja und dann. So. Es gibt nur die. So kann ich hier jetzt kein hin tun. Kann das Tor nicht einmal. Den muss ich so machen. Sieht etwas doof aus, aber naja. Aber dann kann ich hier die Dinger auch wegmachen. Dann mal schauen, was ich hier an andere. Bodenbedeckungen. Nee, auch nicht. Nee. Gibt's hier Holz? Oh, das ist aber auch Millimeterarbeit hier. Hoppla. Oh, scheint so, als würde es heute mal eine etwas längere Folge werden. Wir sind jetzt schon bei hier 38 Minuten für diese Folge. Aber wenn es einmal länger ist, da beschwert sich doch hoffentlich keiner. Ist dann halt einfach nur mal was für euch. Aber ihr könnt auch gerne mal in den Kommentaren schreiben, so seid ihr mehr dafür für längere Folgen oder gehen 20 bis 30 Minuten für euch fit. Würde mich ja auf jeden Fall interessieren. Dann würde ich auch öfters mal so längere Folgen machen. Auch kein Problem. Oder was sagt ihr zu meinen aktuellen auch hier Rhythmus für die ganzen Let's Plays? So. Ist es für euch in Ordnung, wenn es jeden Tag eine Folge so um 18 Uhr da ist? Oder wollt ihr gerne mehr Folgen haben? Thank you.
das machen wir andersrum. So. Wie haben wir den da? Ja, den machen wir auch andersrum. So. Ja, Rexy. Oh, Rex. Rex, komm mal her. Ja. So. Und das letzte. So. Aber das hier stört mich total. Aber egal, wir sehen uns auf jeden Fall dann in der nächsten Folge wieder. Danke, dass du wieder mit eingeschaltet hast und wirklich schreibt mal in die Kommentare, so ob 40 Minuten, also 20 bis 30 Minuten Folgen für euch in Ordnung sind oder ob ihr längere haben wollt und ob ihr auch vielleicht jeden Tag eine Folge House Flipper und Cyberpunk haben wollt, ob es jeden Tag ein Wechsel sein soll oder täglich beides kommen. Würde mich wirklich sehr gerne interessieren. Da kann ich mich auch nach euren Wünschen gerne anpassen. Und ja, bombardiert mir die Kommentare damit voll, wirklich. Dann würde ich mich auch freuen. Dann würde ich vielleicht auch mehr euch hier so widmen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst und ciao.